Das Kabinett beschäftigte sich aus seiner heutigen Sitzung unter anderem mit dem Thema Organspende. Bereits im Jahr 2002 gründete Gesundheitsministerin Malu Dreyer die Initiative Organspende. Auf der heutigen Kabinettssitzung legte sie ein Konzept zur Entwicklung von Maßnahmen vor, um die Bevölkerung für das Thema Organspende zu sensibilisieren und infolgedessen die Bereitschaft für die Organspende in Rheinland-Pfalz zu erhöhen. Ja, die meisten Menschen, wenn man sie befragt, sind eigentlich grundsätzlich für die Organspende. Trotzdem haben wir viel zu wenig Ausweise und viel zu wenig Erklärungen. Es hat natürlich mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod insgesamt zu tun. Es ist etwas anderes, ob ich abstrakt gefragt werde oder bezogen auf mein eigenes Leben. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Wir haben viel zu wenig Organe. Und wer mit Menschen zu tun hatte, die sehr schwer krank sind, die ein Leben wirklich auch gerettet werden könnte oder auch das Leben erleichtert werden könnte, weiß, wie wichtig das Thema Organspende ist. Und ich hoffe jetzt sehr, dass die Erklärungslösung, die jetzt angedacht ist auf Bundestags- und Bundesratsebene, das bedeutet, dass Menschen sich wirklich einmal im Leben auch überlegen müssen, will ich oder will ich nicht, dass sie uns auch zu mehr Organen verhilft. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Organspenden in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt über dem Bundesdurchschnitt, deckt aber nicht den Bedarf. Die Gesundheitsministerin weist auch auf die besondere Bedeutung des Organspendeausweises hin. Ein Organspendeausweis ist sehr wichtig. Es entlastet einfach im Falle eines plötzlichen Todes die Angehörigen vor dieser ganz schwierigen Frage, wenn sie im Krankenhaus angesprochen werden, ob der Verstorbene wirklich bereit ist, ein Organ zu spenden oder nicht. Dann müssen Angehörige diese Entscheidung übernehmen. Es ist also besser, wenn man sich selbst einfach überlegt, will man oder will man nicht, und dann auch sehr deutlich ein Zeichen damit setzt, indem man einen Organspendeausweis selbst eben besitzt. Malu Dreyer besitzt ebenfalls einen Organspendeausweis. Gerade bei jüngeren Menschen zeigt sich eine hohe Bereitschaft zur Organspende. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium will seine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit gezielt verstärken.